Das tägliche Wort Gottes. Gottes Worte hochzuhalten und in der Lage zu sein, sie unerschrocken zu erklären, bedeutet nicht, dass man Wirklichkeit besitzt. Die Dinge sind nicht so einfach, wie du sie dir vorstellst. Ob du Wirklichkeit besitzt oder nicht, beruht nicht auf dem, was du sagst. Vielmehr basiert es auf dem, was du auslebst. Erst wenn Gottes Worte zu deinem Leben und deiner natürlichen Ausdrucksform werden, kann man sagen, dass du Wirklichkeit besitzt. Und erst dann kannst du als jemand gelten, der wahres Verständnis und wahre geistliche Größe aufweist. Du musst imstande sein, der Überprüfung über einen langen Zeitraum standzuhalten. Und du musst in der Lage sein, das Abbild auszuleben, das Gott von dir verlangt. Es darf nicht bloßes Getue sein, sondern es muss natürlich aus dir hervorströmen. Erst dann wirst du wahrlich Wirklichkeit besitzen. Und erst dann wirst du Leben erlangt haben. Lass mich das Beispiel der Prüfung der Dienenden verwenden, mit dem jeder vertraut ist. Jeder kann über die erhabensten Theorien im Hinblick auf die Dienenden reden. Und jeder hat ein solides Verständnis dieses Themas. Jeder spricht darüber. Und jede Rede übertrifft die vorige, als ob es ein Wettbewerb wäre. Wenn der Mensch jedoch noch keine große Prüfung durchgemacht hat, kann man sehr schlecht sagen, dass er gut Zeugnis ablegen kann. Kurz gesagt, das Ausleben des Menschen ist immer noch sehr mangelhaft und es steht im völligen Gegensatz zu seinem Verständnis. Daher muss es noch zur tatsächlichen geistlichen Größe des Menschen werden. Und es ist noch nicht das Leben des Menschen. Weil das Verständnis des Menschen nicht in die Wirklichkeit gebracht wurde, ist seine geistliche Größe immer noch wie eine Burg auf Sand gebaut, schwankend und kurz vor dem Zusammenbruch. Der Mensch besitzt zu wenig von der Wirklichkeit. Es ist fast unmöglich, im Menschen irgendeine Wirklichkeit zu finden. Es gibt zu wenig Wirklichkeit, die natürlich aus dem Menschen strömt. Und die ganze Wirklichkeit in seinem Leben ist erzwungen worden, weshalb ich sage, dass der Mensch keine Wirklichkeit besitzt. Obwohl die Menschen behaupten, dass sich ihre Liebe zu Gott nie ändert, ist es nur, was sie sagen, bevor sie mit Prüfungen konfrontiert worden sind. Wenn sie eines Tages plötzlich mit Prüfungen konfrontiert werden, werden die Dinge, über die sie reden, abermals unvereinbar mit der Wirklichkeit sein. Und dies wird erneut beweisen, dass der Mensch keine Wirklichkeit besitzt. Wann immer du auf Dinge triffst, die nicht mit deinen Vorstellungen übereinstimmen und die von dir verlangen, dass du dich zurücknimmst, sind das sozusagen deine Prüfungen. Bevor Gottes Wille offenbart wird, unterzieht sich jeder einem strengen Test und einer immensen Prüfung. Kannst du das verstehen? Wenn Gott Menschen prüfen will, lässt er sie wählen, bevor die eigentliche Wahrheit offenbart wird. Das heißt, Gott wird dir nie die Wahrheit sagen, wenn er den Menschen Prüfungen unterzieht. Auf diese Art und Weise werden Menschen entlarvt.
Das ist eine Möglichkeit, wie Gott sein Werk ausführt, um zu sehen, ob du den Gott von heute verstehst und um zu sehen, ob du irgendwelche Wirklichkeit besitzt. Bist du wirklich frei von Zweifeln in Bezug auf Gottes Wirken? Wirst du in der Lage sein, wirklich standzuhalten, wenn eine große Prüfung über dich kommt? Wer wagt zu sagen, ich garantiere, dass es keine Probleme geben wird? Wer wagt zu behaupten, andere mögen Zweifel haben, aber ich niemals? Das ist genau wie in den Zeiten, als Petrus Prüfungen unterzogen wurde. Er schwang immer große Reden, bevor die Wahrheit offenbart wurde. Das ist keine persönliche Schwäche, die nur Petrus betrifft. Das ist die größte Schwierigkeit, der sich jeder Mensch jetzt gegenüber sieht. Wenn ich mehrere Orte oder mehrere Brüder und Schwestern besuchen würde, um mir euer Verständnis von Gottes heutigem Wirken anzusehen, könntet ihr sicherlich viel über euer Wissen reden. Und es würde den Anschein haben, dass ihr keinerlei Zweifel habt. Wenn ich dich fragen würde, kannst du wirklich feststellen, dass das Werk von heute von Gott selbst ausgeführt wird, ohne jeglichen Zweifel? Würdest du gewiss antworten, ohne jeden Zweifel, es ist das Werk, das vom Geist Gottes ausgeführt wird. Wenn du so antworten würdest, hättest du bestimmt nicht den geringsten Zweifel und wärst sogar recht zufrieden und würdest denken, du hättest ein wenig Wirklichkeit erlangt. Wer dazu neigt, Dinge auf diese Weise zu verstehen, ist jemand, der weniger Wirklichkeit besitzt. Je mehr man meint, sie erlangt zu haben, desto weniger wird man im Angesicht von Prüfungen standhalten können. Wehe dem, der überheblich und eingebildet ist, und wehe dem, der keine Selbsterkenntnis hat. Solche Menschen sind sprachgewandt, aber bei weitem die schlechtesten darin, ihre Worte in die Tat umzusetzen. Beim geringsten Anzeichen von Schwierigkeiten fangen diese Menschen an zu zweifeln. Und der Gedanke ans Aufgeben schleicht sich bei ihnen ein. Sie besitzen keinerlei Wirklichkeit. Alles, was sie haben, sind Theorien, die über der Religion stehen. Und sie weisen nichts von der Wirklichkeit auf, die Gott jetzt verlangt. Am meisten widern mich jene an, die nur von Theorien reden, ohne jegliche Wirklichkeit zu besitzen. Sie rufen am lautesten, wenn sie ihre Arbeit verrichten, doch sie scheitern, sobald sie mit der Wirklichkeit konfrontiert werden. Zeigt das nicht, dass diese Menschen keine Wirklichkeit besitzen? Ganz gleich, wie heftig der Wind und die Wellen sind, wenn du stehen bleiben kannst, ohne zuzulassen, dass dir der geringste Zweifel in den Sinn kommt, und du standhalten kannst, ohne Verleugnung aufzuweisen, selbst wenn kein anderer mehr übrig ist, dann wirst du als jemand gelten, der wahres Verständnis hat und wahrlich im Besitz von Wirklichkeit ist. Wenn du mit dem Strom schwimmst, wenn du der Mehrheit folgst und nur nachzuplappern lernst, was andere sagen,
wie redegewandt du auch sein magst. Das ist kein Beweis, dass du im Besitz von Wirklichkeit bist. Daher empfehle ich dir, keine leeren Worte voreilig auszurufen. Weißt du, was Gott tun wird? Benimm dich nicht wie ein zweiter Petrus, damit du nicht Schande über dich selbst bringst und nicht länger erhobenen Hauptes dastehen kannst. Das nützt niemandem etwas. Die meisten Menschen haben keine wirkliche geistliche Größe. Gott hat zwar viel gewirkt, aber er hat keine Wirklichkeit über die Menschen kommen lassen. Um genauer zu sein, er hat nie persönlich irgendwen gezüchtigt. Einige Menschen sind durch solche Prüfungen entlarvt worden, wobei sie ihre sündigen Hände immer weiter hervorgestreckt haben und sie denken, es sei einfach, Gott übers Ohr zu hauen und dass sie tun können, was immer sie wollen. Da sie nicht einmal in der Lage sind, dieser Art von Prüfung standzuhalten, kommen die schwierigeren Prüfungen für sie nicht in Frage, ebenso wenig wie Wirklichkeit zu besitzen. Versuchen sie nicht nur, Gott zum Narren zu halten? Wirklichkeit zu besitzen kann man nicht vortäuschen. Noch kannst du Wirklichkeit dadurch erlangen, dass du sie kennst. Es hängt von deiner eigentlichen geistlichen Größe ab und davon, ob du in der Lage bist, allen Prüfungen standzuhalten. Verstehst du?